Zur Förderung des Klimaschutzes gibt es mittlerweile zahlreiche unterschiedliche technische Ansätze. Einer davon ist die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Wie effektiv diese Technik ist, das hat nun die Arbeitsgruppe für nachhaltiges Energie- und Stoffstrommanagement an der Universität Freiburg untersucht. Mit dabei ist Kavya Matu. Der Ziel unserer Forschung ist zu wissen, wie viele CO2 setzen Sie frei, um eine Tonne CO2 zu anfangen. Und wie viele Umweltauswirkungen gibt es in diesem ganzen Prozess und wie viele Materialien und Energie brauchen wir? Die Forschenden haben für die zwei am weitesten entwickelten Technologien zur CO2-Abscheidung eine Ökobilanz erstellt. Wenn die Voraussetzungen stimmen, würden sie künftig einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, resümiert Gruppenleiter Stefan Pauljuk. Für die Entfernung von CO2 aus der Luft sind erhebliche Mengen Energie und auch Material notwendig. Man könnte also meinen, dass diese Technologien über ihren Gesamtlebenszyklus gesehen gar nicht sehr effektiv sind. Wir haben aber herausgefunden, dass vor allem mit erneuerbaren Energien, CO2-arme Energie, doch ein sehr guter Beitrag zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre geleistet werden kann. Auch wenn man eben die Materialien und Energie für den Betrieb mit einberechnet. Gemeinsam ist den beiden untersuchten Verfahren, um das CO2 aus der Luft zu entnehmen, wird es an ein Lösemittel gebunden. Bei dem einen ist das Lösemittel die Lauge Kaliumhydroxid. Und hier wird das CO2 chemisch gebunden als Kaliumcarbonat. Ältere Leute von Ihnen kennen das vielleicht noch als Pottasche. Bei dem anderen Verfahren wird das CO2 an einem Kunststoff gebunden, also sehr lose gebunden. Und beiden Verfahren ist gemeinsam, dass durch Erhitzen dieses CO2 später wieder abgegeben werden kann. Der wesentliche Unterschied sind die Betriebstemperaturen. Das eine Verfahren benötigt 900 Grad für die Abscheidung, das andere kommt mit 120 Grad aus, was für die Ökobilanz von entscheidendem Vorteil ist. In beiden Fällen muss die CO2-Abscheidung nicht direkt an den Abgasrohren von Kraftwerken oder Industriekomplexen stattfinden. Die Pilotanlagen holen das CO2 an einem beliebigen Ort direkt aus der Luft. Man möchte meinen, das macht wenig Sinn. Es ist aber so, dass ja die Luft global verteilt ist. Ich habe überall das CO2 in der Luft und das heißt, ich kann solche Anlagen dort betreiben, wo ich CO2-freie Energie zur Verfügung habe und auch dort betreiben, wo ich Lagerstätten zur Verfügung habe. Daher sind momentan etwa in Island Modellanlagen in Betrieb. Hier gibt es durch Geothermie sehr viel natürliche Energie und genügend Platz für die modular aufgebauten CO2-Abscheidungsanlagen ist auch da. Die Forschenden gehen davon aus, dass diese mittelfristig weltweit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten werden. Sie mahnen aber an, dass bis dahin bereits etablierte Lösungen der Klimakrise zur Anwendung kommen müssen, wie Solarstrom, Elektroautos und weniger Fleischkonsum. In 10, 20 Jahren, wenn wir haben genug Materialien und Chemikalien und Land dafür, dann können wir mindestens 1 Gigaton CO2 von die Luft anfangen. Eine Gigatonne CO2 einzufangen, würde immerhin bedeuten, die jährlichen Emissionen von Deutschland und Frankreich zusammen zu neutralisieren.